Hallo und herzlich willkommen zur 171. Folge von Project Unstable 6. Ich habe noch ein bisschen weitergebaut. Ich will euch nur mal ganz kurz zeigen, bevor sich jemand wundert. Und habe hier hinten, das hatte ich ja, ich glaube, letzte oder vorletzte Folge gezeigt, ich weiß es gerade gar nicht mehr, hatte ich ja hier den Fluss so ein bisschen gebaut, also einen kleinen Bachflusslauf. Da habe ich jetzt nochmal die andere Seite gebaut gehabt, habe noch ein Haus hingesetzt mit hier so einem kleinen Ding hier zum drunter rumlaufen. Und ja. Genau, das ist was ich mache. Hier bin ich noch am Überlegen, was ich reinmache. Ich habe zwei, drei Ideen, aber da muss ich mir selber überlegen, was am besten passen würde. Das hängt davon ab, was ich noch baue. Ja. Aber es passt relativ gut her und es füllt sich langsam. Ich habe auch noch vor, hier oben, das will ich gerne auffüllen, dass das ungefähr hier dann ebenerdig ist. Dass wir praktisch hier oben wie eine Art ebenerdigen Eingang haben. Das heißt praktisch so in etwa wie hier von der Höhe. Und dann will ich gerne hier den Berg so machen, dass wir hier irgendwie vielleicht hier auf der Höhe einen kleinen See haben, der dann so ein bisschen runter plätschert, dann hier rüber und dann hier künstlich praktisch über diese Wasserräder geleitet wird, dass es hier nach unten geht. Auf jeden Fall, es sieht schon mal relativ cool aus. Ich bin glücklich. Ich mag das voll, so mal zu bauen. Ein bisschen so was Kleines, mal da, mal ein Kleines da. Es ist einfach toll. Okay, hier muss ich auch noch was machen, aber nun gut. Genau. So viel jedenfalls erstmal dazu. Und wir werden jetzt erstmal heute was anderes machen. Und zwar Ressourcen. Ich hatte ja gefragt gehabt, was wir machen wollen mit Hilfe von unserem Advanced Machine Frame, den wir jetzt haben. Und die Antwort war, also praktisch jetzt mehrstimmig, Dimension Builder. Der Dimension Builder erlaubt es uns, Dimensionen herzustellen. Wäre jetzt gedacht. Das heißt, wir können selber eine Dimension machen. Und ich muss mal ganz kurz den Link nochmal aufmachen. Moment. Das da. Oder? Ja, gut. Das heißt, wir werden versuchen, unsere Dimension zu machen. Das wird erstmal eine reine Mining-Dimension, wo wir einfach nur unsere Query aufstellen können und dann einfach sagen können, farme alles ab. So nach dem Motto. Und dann ist gut. Ist jedenfalls so ein bisschen Plan. Genau. Und darum werden wir uns heute kümmern, dass wir so ein bisschen an diesen Dimension-Builder kommen und vielleicht sogar eine erste Dimension machen, eine erste Mining-Dimension. Es wurde auch gefragt gehabt in den Kommentaren, ob man theoretisch eine U-Matter-Dimension machen kann. Ja, kann man. Leider. Ich würde es gerne disablen, aber es geht. So, aber kommen wir erstmal zum Eigentlichen. Erstmal brauchen wir den Dimension-Builder. Also erstmal nicht, das Ding brauchen wir nicht sofort, aber es wäre gut, wenn wir das haben. So, ich nehme mal hier das Hyometer raus. Ups. So, ich habe schon mal vorbereitet, dass wir es hier gleich befüllen können. So. Und wir haben ein Machine Frame mit Hyometer. Wunderbar. Damit können wir jetzt, tada, Advanced Machine Frame Hyometer. Zack, einmal einen Dimension Builder bitte. Und dieser Block ist relativ toll. Er kann nicht viel. Ja. Wir können hier eine Dimension reinpacken. Dafür brauchen wir so ein Dim-Dimension-Ding da. Hier, sowas hier. Zack. Ein Empty-Dimension-Tab. So, da wurde ich angerufen. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade war. Moment. Wir haben den Machine-Frame. Achso, den Dimension-Tab habe ich gemacht. Genau. So, erstmal das kann wieder weg. Flup. So, 0,88 haben wir noch. Beziehungsweise ich nehme das mal raus und mach mal da draus gleich nochmal ein bisschen Flup. Ein bisschen Iridium. Wenn wir einmal dabei sind. Okay. Gut. So, zurück zum Eigentlichen. Was wollte ich erzählen? Ich habe keine Ahnung, wo ich war. Also, Dimension Builder. Wir können einen Dimension Tab machen. Den können wir in einem Dimension Inscriber inscriben und können praktisch sagen, was dort rein soll. Ich habe da mal was vorbereitet. Zack, zack. Dimension Inscriber. Da können wir halt unten das Ding reinpacken. Und danach können wir hier Dimlets reinpacken. Und mit diesen Dimlets können wir bestimmen, wie diese Dimension aussieht. Dimlets, wir haben hier diesen Dimlet-Parcel. Die Parcel, wenn ich davon mal eins aufmache, kriegen wir so ein paar Stückchen. Zum Beispiel Weather-Type-Controller und so weiter. Also praktisch so Teile. Ich klimper mal kurz ein zurecht. So. Wir kriegen einen Haufen Teile. Und ich habe mal was vorbereitet, zwar die Dimlet-Workbench. Da ist schon ein bisschen was drin, ne? Raus, so, zack, 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 zack. Einmal alles mitgenommen und hier reingepackt. So.
Und zwar können wir uns in den in der Dimlet Workbench können wir uns selber Dimlets herstellen. Zum Beispiel auch theoretisch Hue Matter. Allerdings brauchen wir dafür Folgendes. Wir brauchen, also zum einen bräuchten wir einen einen Rarity 5 Energy Controller, Energy Module, und wir brauchen ein Rarity 5 Regular, also eine Memory Unit. Ne? Wir haben hier Basic, wir haben Regular und ich nehme an, das wird nochmal ein Tier höher sein. Die kann man bekommen, entweder indem man Dimlets deconstructed, die man gefunden hat, von irgendeiner Rarity beispielsweise, und dann bekommt man andere Sachen raus. Ja. Das ist eins. Und dann brauchen wir noch was anderes. Wie ihr da unten seht, ist da noch so ein kleiner blau bewegender Block, dieser hier, der Liquid Absorber. Das müssen wir auf eine Flüssigkeit packen. Das wird dann diese Flüssigkeit aus der Nähe aufsaugen und wird sich praktisch konfigurieren. Und wenn es dann fertig konfiguriert ist, dann ist es praktisch auf eine gewisse Flüssigkeit gebunden. Und dann müssen wir das noch mit dazu packen. Dass wir praktisch, wenn wir beispielsweise irgendwas haben wollen, zum Beispiel, keine Ahnung, Firewater, bräuchten wir einen Liquid Absorber mit Firewater. Als Beispiel. Damit wir das einstellen können, dass damit dann Flüssigkeiten und so weiter existieren. Das ist erst ein Punkt 1. Was ich erstmal vorhabe, aber jetzt fürs Erste, ist, wir werden eine Mindimension machen. Und dafür brauchen wir erstmal nicht das hier unbedingt. Wir können es natürlich nutzen, aber wir brauchen halt für alles brauchen wir so einen Absorber. Es gibt ein paar kleine Sachen, die brauchen keinen. Ich weiß gar nicht mehr, welches es war. Hier zum Beispiel Structures brauchen kein Dingens, wenn ich mich recht entsinne. Ja, genau. Die brauchen nichts. Allerdings sind sie im Moment nicht craftable. So, genau. So. Gut. Jedenfalls, das ist erstmal Punkt 1. Das heißt, wir können uns Dimlets machen, was wir brauchen, aber wir können uns auch ein paar Basic Dimlets können wir uns auch craften. Und damit machen wir uns erstmal die Default-Sachen, sage ich mal. Das heißt, wir können zum Beispiel wäre es gut, wenn wir mal einen Material Dimlet Stone. Material, ich such mal so. Ja, okay, gibt nur das eine. Material Dimlet Stone. Das ist praktisch das erste. Da sehen wir hier Create Cost 5 F pro Tick, Maintain Cost 1 F pro Tick. Das heißt, jedes Modul kostet uns ein bisschen Strom. Das heißt, wollen wir eine billige Dimension machen, müssen wir natürlich Materialien verwenden, die billig sind. Ja, nur so, nebenbei. Und jedes Modul kostet halt was anderes. So, das erste, was wir halt wie gesagt brauchen, ist ein Dimlet und Stone ist jetzt, sag ich mal, das Default Material. So, dann haben wir das. Dann brauchen wir noch Flüssigkeiten, brauchen wir noch ein Default. Liquid. Also Water ist da das Default, ne? Das Dimlet, dann brauchen wir noch ein Terrain. Terrain Dimlet. Es gibt Flat und Void und theoretisch könnten wir auch sagen, wir machen uns eine normale Welt. Allerdings bräuchten wir dafür einen Terrain Absorber. Absorber. So. Und dafür brauche ich Quadruple Compress Netherrack, den ich nicht habe und ich bin zu faul, jetzt Netherrack zu machen. Wir machen uns, es ist erstmal eine Mining-Welt, deswegen machen wir eine Flat-World. Also, wir haben hier Terrain Flat. Ist auch empfohlen für eine Mining-Dimension übrigens. Dimlet. Wir haben auch noch Void. Void ist auch relativ cool, wenn wir halt eine Void-Welt machen wollen. Aber erstmal nur Flat. So, mal gucken, welches ist. Das ist Flat. So, dafür brauche ich die Dinger. So, machen wir mal ein paar davon. Flat. Zack. Dann brauchen wir noch einen Controller. Ein Single. Ja. Controller Single, Controller Default. Hier steht Single. Ich habe keine. Steht hier irgendwie in Beschreibung? Beim Controller will affect how biomes are used. Ah, okay. Also wir können entweder normale Biome nehmen oder wir sagen, wir möchten ein einzelnes Biom haben. Das ist wahrscheinlich erstmal das Beste, was wir machen können. Dass wir nur ein Biom haben. Und das ist dann okay. Zack. Achso. Zack. Zack. So. Single. Dann brauchen wir jetzt noch ein Biom. Und da ist hier
standardmäßig gibt es, glaube ich, das Biom Plains, ne? Nee. Okay, also im Endeffekt, wir brauchen ein Biom. Können wir Plains machen? Dafür brauchen wir, also wir brauchen definitiv einen Terrain Absorber oder Biome Absorber, glaube ich, ne? Ja. Okay, der ist aber nicht ganz so schwer. Nicht Advanced, falsch. Refined brauchen wir. Das ist Glowstone und das ist Pyrothium, okay. Rest habe ich eigentlich alles außer ein Akaziensetzling. Den kann ich aber machen. Brauche ich nur hier Sapling. Sapling. Junglewood möchte ich nicht nehmen. Mal ein bisschen. So. Bin gleich wieder da. Zwischenzeit, wo hier der Rest noch ein bisschen rumholpert. Und fertig macht. So, und zwar brauchen wir ein Biom. Wir können uns jetzt überlegen, was für ein Biom wir haben wollen. Wir können das Biom nehmen. Au! Worin wir gerade sind, oder wir suchen nach einem Biom, was wir gerne haben wollen. Wir könnten theoretisch auch das Endbiom nehmen, wir könnten auch ein Nether nehmen, das ging ja alles. Aber erst einmal würde ich sagen, wir sind bei so ein bisschen mehr. So, zack. Ich will nur mal einen Dschungelsetzling haben, weil damit ich noch vier habe, falls ich mal einen großen Baum bauen möchte. Vier Setzlinge will man aber eigentlich für den Dschungel haben. Auch wenn ich mir eigentlich immer welche machen kann, dank Botania. Egal. Egal. So, zurück zum Eigentlichen. Flup. Zack. Achso, das Zeug ist oben. Pyrothium sollte ich auch noch haben. Jawohl. Und den Machine Frame, bitte. Zack. Einmal das hier rein. Und einmal das hinterher. So. Wunderbar. So, super. Machine Frame Pyrothium haben wir auch. Acacia. Zack. Biome Absorber. So, damit haben wir das Ding. Absorb the Essence of the Biome. Okay. Dann würde ich sagen, welches Biom wollen wir erstmal nehmen? Ich würde sagen, wir nehmen Plains Biom. Hier unten ist eins. Haben wir noch irgendwo anders ein Plains Biom schnell? Magical Forest könnten wir auch nehmen, aber... Ich glaube, Plains habe ich keins in der Nähe. Nee. Okay, dann hüpfe ich mal schnell zu dem Plains-Biom. So, müssen wir mal ein bisschen uns beeilen, ja? Weil ich weiß nicht, ob ich die ganze Strecke fliegen kann. Ich nehme an, nein. Vor allem, wenn es ruckelt. Also ich will jetzt ein bisschen... Ah, warte mal, das Ding braucht noch Strom. Ich habe meine... Capacitor Bank nicht dabei, ne? Nein. Ach, toll. Oh, ruckelt das, Hilfe! Moment. So, wenigstens im E-System wieder rein. So, Moment. Habe ich die Cell hier reingepackt? Ich weiß nicht, ob das Ding Strom braucht. Okay, es braucht eine Weile. Es braucht keinen Strom, glaube ich. Absorb 1%. Ah, es geht relativ schnell. Okay. Dann brauche ich auch keinen Strom, ne? Aber trotzdem, wo ist meine Cell? Ah, die habe ich hier oben drauf. Nee. Wo habe ich die hin? Ich hatte doch immer eine Cell, die ich überall mit hingeschleppt habe, wenn ich Strom brauchte. Okay, sie ist weg. Die hingepackt. Warte, letzter kurz mal gucken. Habe ich die hier hingestellt? Ja. Okay. Und sie ist leer. Na gut, ist gleich wieder voll. Dank unserem ISIS-Team ist sie gleich wieder voll. Also nicht unserem ISIS-Team, unserer Stromversorgung, aber wir brauchen es eh nicht. Also einmal das Ding kurz nochmal umändern. So. Und ich möchte gerne Plains Biom haben, weil das haben wir nicht unbedingt Wald, das ist schöner zum Abbauen. Können natürlich noch andere Sachen, können natürlich dort trotzdem entstehen. So. Jetzt kurz gucken, dass wir jetzt irgendwie da hinkommen.
Oder will ich Magical Forest? Nee, Magical Forest will ich nicht. Wir können auch Extreme Hills nehmen, aber... ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. So, mal kurz gucken. Wo bin ich? Da bin ich. Bin ich richtig? Ach nee, ich muss noch da. Oh Gott, ich glaube, wir schaffen es nicht bis hin. Ich gleite mal kurz hier hin. Ist das ein Plains-Biom? Ist doch kein Plains-Biom. Es ist Frames. Ich dachte die ganze Zeit, das ist ein Plains-Biom. Vielleicht das hier oben? Verdammt! Nein! Okay, ansonsten nehmen wir hier einen normalen Forest oder sowas. Okay. Oh, ein Stück nach da. So, was haben wir hier für ein Biom? Plains! Wunderbar! Super. Wir haben es doch gefunden. Also, zack. Dann sammeln wir mal schön ein. Wie gesagt, das braucht eine ganze Weile und das heißt, wir könnten beispielsweise auch Yu-Matter machen. Wir bräuchten aber auch einen Haufen Yu-Matter erstmal, damit wir es machen können. Aber haben wir einmal so viel Yu-Matter, haben wir unendlich für immer Yu-Matter. So in etwa könnte man es sagen. So, in der Zwischenzeit mache ich mal hier diesen da. Der Vorteil ist, nach Hause kommen wir schnell, weil ich muss mich einfach nur teleportieren. Das hätte ich vorhin auch machen können. Ich bin doof. So. Er hat ein schönes Türmchen oder sowas gebaut. Wo sind wir hier eigentlich? Das ist ein Dorf. Gucken wir mal kurz das Dorf an. Hm. Hi. Hm. Yep. Okay. Okay. Ich frag nicht nach. Wir haben hier aber keinen... Gucken, ob wir hier einen. Noch einen IC. Nicht IC2, einen. Immersive Engineering Villager haben, aber anscheinend nicht. Okay. Naja, gut. So, wie sieht's aus? Sind wir 6. Okay, ich mach mal einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder, wenn's voll ist. Bis gleich. So, da ist er wieder. Ich habe den Beim Absorber. Wunderbar. Fertig mit Planes. Dann ab nach Hause. Einmal ganz schnell, dass wir es jetzt hier hinbekommen. Und dann machen wir uns mal das Biom. Falsch. Da muss ich hin. So. Planes. So, einmal alles rein und wir können ein Biom-Dimlet machen für Planes. Wunderbar, dann haben wir es auch. Ich kann das schon mal alles in den Menschen Scribe packen. Also, packen wir mal rein, dann machen wir Material rein, wir machen mal die Flüssigkeit rein, wir machen mal, was haben wir noch? Terrain, Biom-Controller, das Biom an sich. So, und dann können wir noch ein paar andere Sachen machen, und zwar mal Sky. Und zwar können wir mal hier Sky, Normal Day, Normal Night und Normal machen. Also einmal Sky. This Dimlet is blacklisted. What? Okay. Moment. Nummer 6. This Dimlet is blacklisted. Normal Day, Normal Night, Normal Day. Ich mach's trotzdem mal. Wir machen mal nochmal Normal. So. Normal, Normal Night, Normal Blade, Only Blub. Zack, zack, zack. Alle rein. Fog brauchen wir noch. Fog. Haben wir kein Dimlet. Okay, warte mal. Fog. Normal Fog. Not craftable. Okay, also kein Fog. Gut. Sky Buddy Non. Können wir da noch irgendwie? Sky Buddy Non. Currently not craftable. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Können wir den Sky nicht ändern, oder? Ich habe keine Ahnung. So, dann brauchen wir noch Mob Default. Das können wir hier drinnen machen. Zack. Einmal Mob Default. Brauchen wir die Dinger. So, ich meine, ich sollte genug Dimension
Schaut, ja, lange genug. So, Mob-Dimlet. Einmal das normale Mob spawnen können. Wir könnten auch theoretisch ein Mob-Dimlet machen. Wo wir hier sagen, beispielsweise Mob. Und da könnten wir sagen, zum Beispiel Cow, das nur Kühe spawnen. Oder halt. Es gab noch irgendwo. Brutal Mobs, Strong Mobs, Zombie bitte. Ja, nun gut. Default ist, was wir haben. Und wir brauchen halt eine Syringe, die voll ist mit dem entsprechenden Mob, wenn wir den transporten wollen. So, gut. Machen wir erstmal das Default rein. Das ist okay. Dann brauchen wir noch einen Effekt. Effekt None. Also wir wollen keinen Effekt haben in der Dimension. Flup. Und wir brauchen noch Feature. Und zwar kein Feature. Also wir wollen weder Strukturen noch sonstige Sachen. Also keine Mineshafts, keine Villages und so weiter. Das haben wir nicht. Wir könnten die Sachen auch machen. Wenn wir mal gucken. Wir können hier die Features machen. Allerdings müssen wir dafür einen Feature-Absorber machen. Der absorbt Essence of a Random Feature of this Dimension. Das heißt, wir können das platzieren und danach würde es zu irgendeinem Feature werden. Wir können das natürlich dann abbauen und können es wieder reinpacken. Das heißt, wir können zum Beispiel Villages bekommen, wir können Caves bekommen und so weiter. Und dafür brauchen wir halt das spezielle Ding. Ansonsten können wir es nicht machen. Genau. Gut, so, das haben wir auch. Wo war ich jetzt? Feature, ne? Habe ich reingepackt? Ja, okay. Dann brauchen wir noch Structure. Structure auch keine Struktur, also, Entschuldigung. Features sind was anderes. Features sind Caves und all sowas und Strukturen sind Villages. Entschuldigung, das habe ich ein bisschen vertan gerade. Weil Features sind halt hier, ja, was ihr hier seht, Pyramiden, Minenschäfte und so weiter, sind Features. Und Structures sind dann halt zum Beispiel Tempel und Stronghold und was weiß ich nicht. Also praktisch das eine sind, ja. Na gut. So. Structure haben wir. So, Time. Da können wir nochmal ein Time, Normal Time Dimlet machen. Wir könnten natürlich auch eins machen, was nur Noon hat, beispielsweise. Dafür bräuchten wir allerdings einen Time Absorber. Absorber. Den möchte ich nicht machen. Wir machen normale Zeit und wenn es halt Nacht wird, wird es da drinnen Nacht. Oder möchte ich... Warte, kann ich den Rest... Habe ich den erstmal gucken, habe ich überhaupt den Rest, um das überhaupt zu machen? Weil wenn was fehlt, dann brauche ich es eh nicht. Okay, ich könnte es machen. Wisst ihr was? Wir machen das. Machine Frame. Pyrotherm. Wir machen noch so einen Time Absorber. Dafür brauche ich nochmal das. Und dann brauche ich noch Iron Plates. So. Okay. Zack. Zack. Und zack. Und Machine Frame. Ist noch nicht fertig. Fehlt noch ein Glas. Okay. Zack. Haben wir das. Dann einmal das rein. Dann das rein. So. Gut. Spotten, Pyrotherm, zack, Time Absorber. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was für eine Zeit wir draußen gerade haben. Nacht, okay. Ist ja egal, wir machen mal Tag. Und dann ist ja total egal, was für eine Tageszeit ist. Wir warten einen kleinen Moment und dann starten wir das Ding. Und ich weiß nur nicht, ob wir das Ding relativ schnell voll kriegen, weil das Problem ist natürlich, das Ding friemelt Zeit ab. Ich kann das nicht sehen. Schade. Machen wir mal. Give this block a redstone signal at the time you want to use. Okay, also. Ein Hebel. Okay. Moment. Ich will gern, dass du... Give this block a redstone signal at the right time you want to absorb. Muss ich jetzt warten, bis es... Okay.
Wir machen erstmal eine normale Dimension. Ist ja erstmal egal. Nur, dass wir erstmal irgendwas haben. So, zack. 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 Time Limit ist drin. Damit haben wir alles. Material, Flüssigkeit, Terrain, ein Controller fürs Biom. Biom. Wir haben die Sky-Sachen, die blacklisted sind aus irgendeinem Grund. Wir haben Mob Dimlet, wir haben Effekt, wir haben Feature, wir haben Structure und wir haben Time. Gut. Dann würde ich sagen, Dimlet rein und wir klicken mal auf Store. Zack, Dimlet Sky was not included because it's blacklisted. Okay, also die Dinger können wir einfach wegmachen. Brauchen wir nicht. Warte mal, kann ich die deconstructen? Nö. Ich weiß auch gar nicht, wie es deconstructen geht. Dann schmeiße ich sie weg. So, wenn wir sie eh nicht verwenden können, dann können sie auch weg. Gut. So, wir haben jetzt auf jeden Fall die Dimension fertig. Wir sehen, was wir drin haben. Und wir sehen, dass um sie am Laufen zu halten, braucht sie 180 RF pro Tick. Und sie braucht erstmal für die Erstellung 2665 RF pro Tick. Das heißt, das Ding stellen wir auf jeden Fall hinten an unseren Reaktor ran. Guck nochmal, ob hier irgendwas passiert ist. Nö. Okay. Vielleicht passiert noch irgendwas. Stellen wir das erstmal an unseren Reaktor ran. Dafür brauche ich mal den Dimension Builder. So. Gehen wir mal einmal hier rüber. Weil die Dimension braucht die ganze Zeit Strom. Wenn die Dimension keinen Strom hat, frieren wir da drinnen ein und sterben. Und kommen nicht mehr raus irgendwann. Wenn es dumm läuft. So, das heißt, ich baue das mal auf die Rückseite hin. So. Das Ding kriegt Strom. Kann halt einen Haufen Strom rein. 16.000 gehen raus auf jeden Fall. Ich pack mal die Dimension rein. Zack. Und das dauert jetzt eine Weile. Es geht sogar relativ schnell, muss ich sagen. Wunderbar. Schön. Natürlich verbrauchen wir im Moment Strom. Ich bin mal gespannt, wenn der Reaktor angeht, ob wir mehr Strom haben, als wir verbrauchen. Aber ich glaube nicht. Aber dann, wenn es dann nur mit 180 RF pro Tick läuft, dann ist es ja relativ kurz. Also nicht relativ kurz, relativ einfach. Gucken wir nochmal, ob hier irgendwas getan hat. Nö. Okay. Mich interessiert, ob da irgendwas passiert. Weil es sollte eigentlich was passieren. Ich verstehe es nur nicht. So. Hui. Zack. Theoretisch könnten wir auch das, wenn wir ein Feature übrigens rauslassen, wird ein random Feature an der Stelle eingesetzt. Das heißt, sollten wir jetzt beispielsweise keine Time spezifizieren, kann es sein, dass es immer Nacht ist, dass es immer Tag ist, dass es normale Zeit ist, dass es eine lange Nacht ist, dass es ein langer Tag ist. Bladiblub, das ist dann halt alles sozusagen random. So, und Pauz! 100% unsere Dimension ist an. Wir haben die ID 4 jetzt. Die lädt sich gerade noch ein bisschen auf. Genau, weil die hat einen bestimmten Power und wenn ich jetzt praktisch das Ding rausnehmen würde, würde die Power runtergehen. Hat sie keine Power mehr, ist sie vorbei. So, im Moment kommt einfach aller Strom raus. Aus dem Ding. Was mir so ein bisschen Sorgen macht. Wie viel Strom kann in so eine Dimension rein? Weil das ist gerade nicht toll. Warte mal, machen wir kurz raus. So, jetzt nimmt sie nämlich hier die 100 noch was der F pro Tick weg. Und ich mache folgendes. Ich baue mal den nochmal um. Ich nehme mal eine Flux-Takt. Ich meine, theoretisch reicht eine Hardened, dass wir einfach den Strom irgendwie limitieren, der hier reinkommt. Zack. Ja, jetzt nimmt es trotzdem Strom zu, aber wir verlieren hier nicht 10 Milliarden F-Protein. Wir kriegen nämlich wieder dazu. Das ist das Wichtigste. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, wir gucken mal in unsere Dimension rein. Transmitter. So, der muss auch an Strom. Ich baue den einfach mal hier hinten mit hin. Mal hier hin. So. Dann brauchen wir noch die Signalum Flux-Takt nochmal ein bisschen, einfach nur um ordentlich Strom zu haben. Und Signalum ist nicht mehr so teuer für uns mittlerweile. Ist schön. So, zack. Gut, und dann können wir hier, warte, jetzt muss ich gucken, wie es ging. Name this to identify the transmitter and the dialer. Brauche ich einen Dialer? Wenn es Block dials. Dialing Device hieß das Ding, ne?
Machen wir mal ganz kurz. Hardened. Habe ich irgendwas verpasst? Wie komme ich in die Dimension rein? Ups. Ich dachte jetzt, das hat normalerweise hat es nämlich automatisch immer einen, meines Wissens nach, einen Receiver gemacht, sodass wir uns einfach dorthin teleportieren konnten. Aber irgendwie macht er es gerade nicht. Test. So. Okay. Machen wir nochmal den Machine Frame. Zack. Dann gucken wir mal, Dialing Device. Also, sie brauchen noch Strom. Ich pack's mal in den Boden. So. So. ID4, da haben wir es doch. Name of the Dimension. Da, jetzt können wir es machen. Okay. Wir können jetzt nämlich das hier verbinden mit dem. So. Ich mach mal Dial Once. So. Ist an. Das heißt, wir kommen jetzt in unsere Dimension. Ist interessant, dass ich es hier drüber nicht sehen kann. Dass ich wirklich ein Dialing Device brauche, wusste ich nicht. Okay, es ist auf jeden Fall gedialt. Wir haben noch ein bisschen was da. Die Dimension hat Strom. Rein und wir gucken mal. Und nächste Folge mal ein Muzzle dann zu Tode. Gucken wir uns mal ganz kurz an, wie die Dimension aussieht. Wie gesagt, wir können auch Blockabsorber theoretisch machen, um verschiedene Blöcke zu absorben, wenn wir beispielsweise sagen, wir wollen irgendwas Spezielles haben. Und es sieht relativ normal aus. Und wir haben Hühnchen. So, wunderbar. Es ist eine ganz normale Dimension. Ich sehe keine Sonne. Das ist das Einzige. Ich sehe keine Sonne. Okay. Ich guck mal ganz kurz, ob auch alles schön generiert wird. Ob wir hier irgendwelche Erze finden. Ich habe nämlich ein bisschen immer Angst, dass keine Erze generiert werden in so einer Dimension. Bisher sehe ich noch keine. Wir haben Eisen. Ist schon mal gut. Und wir haben Silber. Okay, gut. Das war alles, was ich wissen wollte. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Wunderbar. Super. Dann können wir das Ding mal jetzt hier nennen. Mining Dimension. So, wir brauchen hier noch Strom. Das ist ganz wichtig. Wir können... es gibt beispielsweise noch einen Block von Earth Tools Dimension. Den könnten wir nutzen. Und zwar ist das... Der... Oh, wie heißt er denn und wo ist er denn? Energy Extractor. This device can be used to extract energy out of the current dimension. Genau. Das können wir beispielsweise nutzen, um den Matter Receiver hier zu powern. Dann können wir praktisch sagen, Matter Receiver nimmt den Strom, den wir in die Dimension reinstecken, extra noch mit. Also praktisch, der dort drin gespeichert ist und lädt davon beispielsweise einen Matter Receiver auf. Ist ganz praktisch. Aber erstmal brauchen wir nicht, weil ich komme erstmal so nach Hause. Und würde jetzt sagen, wir beenden jetzt die Folge für heute. Ich habe doch am Ende noch geschafft, was ich schaffen wollte. Ich bin glücklich. Und nächste Folge kümmern wir uns dann drum. Und werden, ja, das machen, was der Mensch anscheinend am liebsten... Ah, doch, es funktioniert. Dimlit Morning. Okay, 20%. Ich verstehe es nicht ganz, aber okay. Ich lasse ihn einfach mal arbeiten. Ich mache das Dimlit voll. Ist ja egal, ob es morgen ist oder so. Das ist mir ja total Wumpe, könnte man sagen. Ich glaube, für den Extractor brauche ich Strom, kann das sein? Ist die Dinger zerlegt? Ist egal. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Gut. Ja. Wir haben eine Dimension. Wir können in die Dimension rein. Wir brauchen jetzt nur noch eine Möglichkeit, uns besser zu teleportieren. Beziehungsweise ich könnte drüben den Receiver auch theoretisch hier auf das Charge Porter machen, aber dafür brauchen wir erstmal drüben Strom und dafür würde ich am liebsten noch den Extractor machen. Das heißt, ich mache nochmal so ein Machine Frame, dass wir praktisch den Extractor machen. Also ich mache jetzt den Extractor offscreen, klemme den drüben an den Receiver, dass das Ding Strom hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich vielleicht beim nächsten Mal wieder. Dann gucken wir mal, dass wir vielleicht einen Builder bauen und danach drüben einfach eine Riesenfarm betreiben und einfach alles abfarmen. Ja, gut. Dann tschüss. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Ciao.